Hallo und herzlich willkommen zum Basic-Video Maßstab und Fläche. Mein Name ist Simon und in diesem Video möchte ich gemeinsam mit dir eine Sachaufgabe zum Maßstab lösen, in der von der Wirklichkeit auf den Plan geschlossen wird. Dies ist also eine Umkehraufgabe zu jener Aufgabe, welche im Intro behandelt wurde. Falls du dieses noch nicht gesehen hast, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Alles, was du für dieses Video wissen musst, habe ich dir im Intro-Video am Beginn zusammengefasst. Schau doch einfach nach. Erinnere dich nochmal, der Maßstab. Was gibt er an? Was bedeutet er eigentlich? Denke kurz darüber nach und pausiere jetzt das Video. Ganz richtig, der Maßstab gibt an, wie sehr ein Plan oder Modell die Längen im Vergleich zur Wirklichkeit verändert. Ein Maßstab 1 zu 200 bedeutet, 1 cm auf dem Plan in der Karte eingezeichnet, entsprechen 200 cm in der Wirklichkeit. Überlege dir nun, wie wir von den eingezeichneten Längen auf die realen, tatsächlichen Längen gekommen sind. Pausiere dazu wieder das Video. Bei einem Maßstab von 1 zu 200 beispielsweise erinnern wir uns, dass wir uns immer eine Tabelle anschreiben. Oben schreiben wir uns den Maßstab hin, also in diesem Fall 1 zu 200. In der linken Spalte schreiben wir die eingezeichnete Länge hin. Ich habe hier ein Beispiel von 4 cm hergenommen. Und wir wollen jetzt auf die Wirklichkeit kommen. Das heißt, wir müssen diese 4 cm mit diesen 200 multiplizieren, also 4 mal 200, das entspricht dann 800. Und dieses Ergebnis können wir dann in die rechte Spalte hineinschreiben. Also haben wir hier 800 cm und das ist praktisch die reale Länge. Super, nach dieser kurzen Wiederholung gehen wir nun auf folgende Aufgabe ein. Eine neue Schule soll gebaut werden. Diese soll 120 Meter lang und 60 Meter breit werden. Ein Maßstab wird vorgesehen von 1 zu 600. Ein Architekt wird also beauftragt, einen Entwurf zu zeichnen. Und dieser möchte sogleich anfangen zu arbeiten, findet aber in seinem Arbeitszimmer lediglich A4-Blätter. Und er weiß jetzt nicht, ob er seinen Entwurf mit diesem Maßstab von 1 zu 600 und den gegebenen Längen 120 Meter und 60 Meter auf einem solchen A4-Blatt realisieren kann, denn ein solches A4-Blatt hat lediglich eine Fläche von ungefähr 620 Quadratzentimeter. Das werden wir jetzt untersuchen. So, wie gehen wir nun vor? Also, wir erinnern uns, und das kennst du ja bereits aus dem Intro-Video, wir schreiben uns eine Tabelle an. Oben in dieser Tabelle schreiben wir den Maßstab an, 1 zu 600, und in einer dieser Spalten schreiben wir die gegebenen Längen an, in unserem Fall 120 Meter und 60 Meter. Wichtig hier ist dabei, dass wir diese Werte in die rechte Spalte schreiben, dass sie der Realität entsprechen. Ich merke das immer so, Realität gehört in die rechte Spalte und wir müssen jetzt von diesen Werten irgendwie auf die Werte im Plan kommen. Wir erinnern uns, bei einem Maßstab 1 zu 600 entspricht 1 cm im Plan, 600 cm in der Wirklichkeit und folglich haben wir die Werte mit 600 multipliziert. Hier allerdings ist es ganz genau umgekehrt und folglich müssen wir die Werte durch 600 dividieren. Nun, wir wollen ja untersuchen, ob der Entwurf des Architekten dann auch tatsächlich auf ein ca. 620 Quadratzentimeter großes A4-Blatt Platz hat. Und der erste Schritt, den wir dabei machen müssen, ist, wir müssen die 120 Meter und die 60 Meter auf dieselbe Einheit von Zentimeter bringen. Das heißt, wir haben einmal 12.000 Zentimeter und einmal 6.000 Zentimeter. Wir haben also jetzt immer nur noch die realen Längen und wollen jetzt auf die eingezeichneten Längen kommen. Und das machen wir, indem wir durch 600 dividieren. Also nicht multiplizieren, sondern dividieren. Und das habe ich hier auf dieser rechten Seite gemacht. Ich habe einmal 12.000 dividiert durch 600 ist gleich 20 und einmal 6.000 dividiert durch 600 ist gleich 10. Und diese beiden Werte, 20 und 10, die können wir uns jetzt hier auch grün farblich markiert in die linke Spalte hineinschreiben, einmal 20 cm und 10 cm. Wichtig dabei ist immer, die Einheit hinzuschreiben. Damit haben wir also die eingezeichneten Längen erhalten, einmal die 20 cm und einmal die 10 cm. Nun, wir wissen ja, dass das ein Vierblatt ca. 620 Quadratzentimeter groß ist und wir wollen jetzt auch auf die Fläche im Plan kommen. Das heißt, man kommt auf die Fläche, indem man die Länge mit der Breite multipliziert. Wir müssen also 20 cm mit den 10 cm multiplizieren. Das habe ich hier unten gemacht. 20 mal 10 ist 200 und folglich ist dann die Fläche im Plan 200 Quadratzentimeter groß. Wenn wir jetzt diese beiden Flächen miteinander vergleichen, sehen wir,
dass ein A4-Blatt ausreicht, damit der Architekt seinen Entwurf vollständig skizzieren kann. Damit ist dieses Video beendet. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Man sieht sich beim nächsten Mal. Alles Gute!